Hallo Wolfgang. Ja, hallo Carsten. Schön, dich zu sehen. Super, dass wir uns hier treffen können in Köln. Freut mich sehr. Ich auch. Machen wir heute Straßenhypnose. Freue ich mich drauf, ja. Dann schauen wir mal, wie die Kölner drauf sind. Ich glaube, die gehen gut in Kurs. Auch so gut sind wie die Münchner. Ja, die Kölner sind besser. Die Bayern? Schauen wir mal. Die Kölner sind zumindest sehr offen dafür, glaube ich. Bayern und NRW treffen sich in NRW. Straßenhypnose. Ja, sind wir mal gespannt. Legen wir los. Fangen wir an. Super. Hier im Rheinpark, ist eigentlich viel los im Rheinpark hier. Ja, das ist eigentlich ein schöner Ort, da treffen sich die Kölner. Mhm. Und da sind auch viele Pärchen unterwegs oder auch einzelne Personen, die einfach mal so da sitzen, ein Buch lesen, die man bestimmt ganz einfach ansprechen kann, die auch bestimmt bereit sind, was mitzulassen. Bei Kölner sind das sehr, sehr aufgeschlossen. Kölner sind sehr liberal, in jeglicher Hinsicht. Bestimmt auch der Hypnose gegenüber. Ich denke schon. Schauen wir mal, da bin ich sehr gespannt. Insbesondere, ob die Kölner auch so tief in Hypnose gehen wie die Bayern. Ja, bin ich auch gespannt, aber ich glaube schon. Was machen wir denn? Oh, ich habe da ein paar gute bayerische Ideen mitgebracht. Und ein paar fränkische Ideen dazu. Und die kombiniere ich mit meinen Kölner Ideen und dann geht's ab. Da wird bestimmt lustig. Hier in Köln. Ja, hier kommen wir gleich. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Weißt du, was wir mit denen hätten machen können? Was Doping. Mentales Radsport. Ja? Ist doch das Thema Doping. Hypnose-Doping. Ja, ja, Sporthypnose. Genial, genial geeignet. Genial geeignet, um hier Kräfte zu wecken. Eines Metalle macht ja unglaublich viel aus. Bin ich ganz auf deiner Linie. 100% überzeugt. Und man braucht keine Chemie. Die Chemie kann der Körper selber erzeugen. Das, was sich die Sportler beim Doping so geben, das kann der Körper selber erzeugen. Man kann das mit Hypnose machen. Ist nur schade, hier dürfen wir es natürlich nicht machen, geht nicht. Aber ich habe auch schon mal so gearbeitet mit einer Formation im Tanzsport. Mhm. Auch ins Land der Träume geschickt, in die Hypnose versetzt. Ein Ziel nach vorne herauszugeben und wir haben gewonnen am nächsten Tag. Ja, super, super. Ja, Carsten, ja, jetzt. Ich denke, dann suchen wir mal jemanden, der bereit ist, sich hypnotisieren zu lassen. Mhm. Schauen wir mal. Gut. Da finden wir bestimmt jemand hier. Ah, ich sehe schon jemanden. Ich sehe auch jemanden. Gehen wir mal hinter. Ich frage sie. Gut. So, ich habe jemanden entdeckt, den ich jetzt gerne hypnotisieren möchte. Und die junge Dame sitzt dort hinten. Sie hat noch keine Ahnung, was hier gleich passieren wird. Aber ich denke, ich spreche sie einfach mal an. Und vielleicht geht es sehr gut in Trance. Einfach mal folgen. Hallo? Darf ich dich kurz stören? Mhm. Hi, ich heiße Carsten, wie heißt du? Britta. Britta, hallo Britta. Britta, wir machen eine kleine Dokumentation über die Macht des Unterbewusstseins. Glaubst du an Hypnose? Naja. Naja, nicht so ganz. Nicht so wirklich. Bist du bereit, ein kleines Experiment mit mir zu machen? Dich einmal hypnotisieren zu lassen, jetzt hier im Park. Es kann dir nichts passieren, das ist absolut ungefährlich. Ja, ich muss jetzt nicht je nachdem wie durch die Gegend. Nein, wir brauchen keine Angst zu haben, wir machen nichts, was dich irgendwie lächerlich macht. Sondern einfach nur mal diesen wunderschönen Zustand der Entspannung genießen. Wäre das okay für dich? Ja, wäre auf jeden Fall mal spannend zu erfahren. Okay. Mhm. Hast du einen Moment Zeit? Dauert noch nicht allzu lang? Ja, bitte. Okay, dann würde ich dich doch einfach bitten, genau, einfach mal zur Seite gehen und einfach mal aufzustehen. Okay. Und mal mit hier rüber zu kommen. Ungefähr hin. Okay, stell dich mal ganz gerade hin, dass die Arme nach unten hängen. Genau. Und atme erstmal ganz ruhig ein und aus. Und aus. Okay, einatmen und wieder ausatmen. Und schlaf. Immer tiefer und tiefer sinkst du in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Immer tiefer und tiefer lässt du dich sinken. Mit jedem Wort, was ich zu dir sage, mit jedem Ton, sinkst du tiefer und tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Wenn ich dich gleich aufwecke, dann wirst du deinen Namen komplett vergessen haben. Er ist wie ausgelöscht. Er ist vollkommen weg. Und selbst wenn du ihn irgendwo liest, du weißt, du kannst diesen Namen nicht mehr aussprechen. Du hast diesen Namen komplett vergessen. Egal was du tust, der Name wird dir nicht mehr einfallen. Du wirst nicht in der Lage sein, deinen Namen auch auszusprechen. Mach dich bereit dazu, wenn ich gleich dich aufwecke, wird genau das eintreffen, was ich dir gerade gesagt habe. Bei meinem Fingerschnipp bist du hellwach, wenn ich das Wort Schlaf zu dir sage oder mit deinem Finger deine Stirn berühre, schläfst du sofort noch viel fester als je zuvor in diesem wunderschönen Zustand der Hypnose. Mach dich bereit. 1, 2, 3, mach auf. Geht's dir gut? Okay. Wir brauchen jetzt einmal auch für unsere Dokumentation deinen Namen.
Könntest du mal deinen Namen laut und deutlich aussprechen? Einmal komm, ganz laut. Hast mir eben verraten, wie du heißt, aber ich will es einfach nochmal von dir hören. Das ist wichtig in dieser Situation. Ist nicht da? Hast du einen Ausweis oder sowas dabei? Ja. Könntest du mir mal auf deinem Ausweis nachgucken? Ja. Ist der in der Tasche? Okay, schau doch mal nach. Das ist dein Ausweis. Darf ich das einmal gerade für die Kamera zeigen? Einmal gerade die Kamera. Einmal gerade zoomen, dass man wirklich sehen kann, wer du bist. Ja. Okay, wärst du so nett und liest mir mal kurz vor, wer du bist? Was ist los? Bist du das? Ja. Ja? Guck mal, hier steht dein Name. Wenn ich jetzt mit meinem Finger schnippe, ist der Name wieder da, jetzt. Kannst du einmal vorlesen? Britta. Britta, du bist Britta, ja? Ja? Wenn ich jetzt mit meinem Finger schnippe, ist der Name wieder vollkommen weg. Wie heißt du? Pass auf, wenn du singst, tritra trulala, tritra trulala, an der Stelle fällt dir der Name wieder ein und ist danach sofort wieder weg. Probier mal. Britta! Britta, wie heißt du? Probier es nochmal. Tritra, trolala, Tritra, trolala. Britta? Korrekt. Wie heißt du? Seltsam. Und schlaf. Immer tiefer und tiefer singst du in diesem wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Immer tiefer. Würdest du gerade mitkommen? Wir gehen einmal da vorne rüber. Dann würde ich dir gerne was zeigen. Okay. Nimm die Tasche ruhig mit, damit sie nicht geklaut wird. Genau. Okay. Folge mir einfach. Du brauchst keine Angst haben, es kann dir nichts passieren. Ja? Atme tief aus. Und schlaf. Immer tiefer und tiefer. Du kannst ganz sicher und gerade stehen. Immer tiefer singst du diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Wenn du jetzt gleich die Augen öffnest und wieder geweckt habe, bist du der festen Ansicht, du hast nicht mehr die Statue vor dir, sondern es ist Dieter Bohlen. Es ist Dieter Bohlen, der große Fernsehstar Dieter Bohlen, und du wirst alles dafür tun, ein Autogramm von Dieter Bohlen zu bekommen. Alles, kennst du ihn? Oh. hast du einen Wunsch? Bitte, das ist dein Bild. Ich habe einen Stift dabei, natürlich, ja. Bitteschön. Oh, das macht er schon gut, ja? Okay. Ich möchte gerne jemanden vorstellen. Guck mal, das ist Wolfgang Künzel. Hallo. Hallo. Dein Name ist? Britta. 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 Britta, grüß dich, Wolfgang. Ich bin Kollege von Carsten. Bin also auch Hypnotiseur. Ich habe das eben hier mitbekommen. Das ist faszinierend, ne? Schon. Weißt, darf ich dir auch mal was zeigen? Gib es mal mit deiner Hand. Nein, nein, einfach so. Einfach so. Schau mal, hier ist ein Punkt in deiner Hand. Schau mal genau da drauf. Du spürst, wie die Augen schwerer und schwerer werden. Immer schwerer werden deine Augenlider. Immer schwerer und schwerer. Schlaf tief und fest. Schlaf. Steh ganz sicher und gerade auf deinem Platz. Steh ganz sicher und gerade auf deinem Platz. Ab sofort wird alles, was ich zu dir sage, genauso eintreten, wie wenn es Carsten gesagt hätte. Jede Suggestion, die ich dir gebe, wird genauso eintreten, wie wenn sie Carsten zu dir gesagt hätte. Wenn ich mit meinen Fingern schnippe, dann bist du hellwach. Sobald ich dich an der Stirn berühre, sinkst du noch viel tiefer in diesen wunderschönen Zustand der Entspannung. Und nun gleich, wenn ich dich wecke, wird Folgendes eintreten, sobald du das nächste Fingerschnippen hörst. Sobald du ein Fingerschnippen hörst, sinkst du augenblicklich noch viel, viel tiefer in diesen wunderschönen Zustand der Entspannung. Ich zähle nun bis drei. Bei drei kannst du deine Augen öffnen, dann wird das eintreten, was ich gesagt habe. Eins, zwei, drei, wach auf. Britta, kannst du eigentlich mit den Fingern schnippen? Mhm. Geht das? Zeig doch mal. Schlaf, steh ganz sicher.
steht ganz sicher und gerade. Wenn ich dich nun wecke, dann ist diese Statue direkt vor dir. Sie wird wie in einem Kinofilm plötzlich beginnen zu leben. Diese Statue kann sprechen. Und diese Statue, die erzählt die besten Witze, die du in deinem ganzen Leben gehört hast. Du musst dann furchtbar lachen, denn diese Statue, die erzählt Witze, die sind so super toll, so was Tolles hast du noch nie zuvor gehört. Wenn ich mit den Fingern schnippe, bist du hellwach, dann erwacht diese Statue hier vor dir zum Leben und erzählt einen Witz nach dem anderen und ein Witz wird besser sein wie der andere. Warum lachst du denn so? Was ist denn? Witze! Also ich höre nichts. Welche Witze? Was erzählt die Statue hier? Die kann ich noch gar nicht. Rita? Pass mal auf. Was die erzählt. Laufen Kinder rum. Sind die erst ab 18? Okay. Möchte ich bitten, mal kurz einzuatmen? Und schlaf immer tiefer und tiefer, sinkst in diesen wunderschönen Zustand der Entspannung. Und es passiert Folgendes. Immer dann, wenn du gleich aufgewacht bist und ich meinen Arm hebe, bist du ein Außerirdischer vom Planeten Neptun. Du sprichst dann Neptuanisch, also auf gut Deutsch irgendein Kauderwelsch, Neptuanisch. Und sobald ich meinen Arm wieder senke, sprichst du in einer ganz normalen Sprache mit mir, ganz normal auf Deutsch mit mir. Du kannst mich zu jeder Zeit ganz klar und deutlich verstehen und wirst zu jeder Zeit meine Anweisung genau befolgen. Hebe ich meinen Arm, sprichst du in Neptuanisch. Senke ich meinen Arm, sprichst du ganz normal in Deutsch zu mir. Dir wird selbst gar nicht auffallen, dass sich deine Sprache verändert, aber es wird genau so eintreffen, wie ich es sage. Mach dich bereit dazu, weil mit meinem Fingerschnipp bist du hellwach und kannst dich wieder mit mir unterhalten. Mach dich bereit, Achtung! 1, 2, 3, wach auf. Hallo Britta. Hi. Wo sind wir hier? Köln, Rheinfahrt. In Köln, Rheinfahrt. Okay, was machst du eigentlich beruflich? Ich arbeite in Köln, im Kunsthaus. Okay. Kennst du eigentlich da hinten die Leute, die da stehen? Nee, wo ist das? Wie viele Kinder sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Würdest du gern vielleicht jetzt mal eine Runde schwimmen gehen? Macht überhaupt keinen Sinn, ne? Das ist total bescheuert. Okay. Und schlaf. Kannst du dir vorstellen, dass du gerade mit mir in einer außerirdischen Sprache gesprochen hast? Neptuanisch. Was ist das? Was ist das? Okay, wunderbar. Vielleicht fragen wir Wolfgang. Wie kann das sein, dass sie sich nicht an Dinge erinnert? Du bist ja jetzt Hypnose-Experte seit langer, langer Zeit. Was passiert deinem Unterbewusstsein? In der tiefen Hypnose, um dir das mal zu erklären, wird das Bewusstsein eingeschränkt. Und in diesem Zustand wird zwar alles gespeichert, aber es wird dir im normalen Wachzustand nicht mehr bewusst. Vergleich das wie ein Traum. Du hast mit Sicherheit schon sehr, sehr, sehr häufig geträumt. Man kann sich aber an die wenigsten Träume erinnern. Gespeichert sind sie trotzdem, sie werden nur nicht bewusst. Und so ist es bei der Hypnose dann auch, insbesondere bei der sehr, sehr tiefen Hypnose, die du erreichen kannst. Nicht jeder kann so eine tiefe Hypnose erreichen, aber insbesondere intelligente Menschen mit einem guten bildhaften Vorstellungsvermögen können diesen tiefen, sehr, sehr tiefen Zustand erreichen. Mhm. Und da geschehen dann solche Dinge, möglicherweise Halluzinationen etc. Man kann hier also wirklich sehr, sehr viele Dinge suggerieren.
möglicherweise auch gegen den Willen, ne? Mhm. Schlaf, steht ganz sicher. Mach auf. Findest du es erschreckend? Erschreckend jetzt nicht unbedingt. Ich finde es spannend. Ist spannend. Mhm. Ist sehr, sehr spannend. Interessant. Eine ganz neue Erfahrung. Insbesondere auch neptuanisch. Du weißt du gar nicht, was damit gemeint ist, ne? Ich wusste gar nicht, dass du neptuanisch kannst. Pass auf, gleich wirst du es wieder wissen. Schlaf immer tiefer und tiefer. Und wenn du jetzt aufwachst, ist die Erinnerung daran wieder vollkommen da. Du weißt, was du eben getan hast. Du weißt, was in der Hypnose passiert ist. Dass du neptuanisch mit mir gesprochen hast. Du verwundert das zwar vielleicht ein bisschen, aber du kannst dich wieder voll und ganz daran erinnern. Wow. Weißt du noch, was wir eben gemacht haben? Ich hab Quatsch von mir, glaube ich. Du hast Neptuan mit mir gesprochen. Ja. Aber du konntest dich eben überhaupt nicht dran erinnern. Das ist seltsam, du kannst nichts dafür. Das ist einfach eine Möglichkeit des Geistes. Ja, man kann den Geist gut beeinflussen. Okay. Okay. Ja. Willst du ein weiteres Experiment sehen? Ja? Okay. Oder machen. Machen ist noch viel besser. Achtung. Konzentrier dich mal. Und schlaf immer tiefer und tiefer, singst du. Und wenn ich dich gleich erwecke, bist du Julia Roberts. Du bist die große Schauspielerin Julia Roberts und du wirst jedem, der es möchte, ein Autogramm geben als Julia Roberts, der großen Schauspielerin Pretty Woman. Du erinnerst dich mit Sicherheit an diesen tollen Film. Du bist Julia Roberts und jeder, der von dir ein Autogramm haben möchte, der wird auch ein Autogramm bekommen, denn du bist Julia Roberts und da kann dich auch niemand von abbringen. Das ist deine Person, das ist deine Identität, du bist Julia Roberts. Du sprichst aber trotzdem mit mir in Deutsch. Mach dich bereit, wenn du erwachst, wird genau das eintreffen, was ich dir gerade gesagt habe. Mach auf. Guten Tag. Wissen Sie gerade, wer Sie sind? Julia Roberts. Julia Roberts. Kennen Sie mich nicht? Carsten. Kennst du Julia Roberts? Nee, also ist mir jetzt gerade nicht so ein Begriff. Wer ist das? Pretty Woman. Pretty Woman. Nee. Die berühmte Hollywood-Schauspielerin. Du hast mit dem Brad Pitt gespielt, oder? Entschuldigung, Sie haben mit Brad Pitt gespielt, kann das sein? Mit Richard Gere. Brad Pitt war auch schon mal bei Autos geladen. Okay. Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Natürlich. Vielleicht mit Whit Walken zusammen, ist das okay? Das wäre mir wirklich eine Ehre. Wahnsinn. Okay. Julia Roberts, ein Foto. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Dankeschön. Und Autogramm kriege ich da vielleicht auch noch eins? Wäre das? Ja, ich habe allerdings nur ein Taschentuch. Wäre das okay? Also, haben Sie Autogrammkarten vielleicht dabei? Leider nicht. Ja, aber vielleicht wären Sie so nett und geben mir ein Autogramm. Carsten, du bekommst gerade von der Hollywood-Schauspielerin ein Autogramm. Ja. Weißt du das? Scheiße, der Stift schreibt, glaube ich, nicht so. Nein. Leider nein. Naja. Ja, Sie haben mein Foto von mir. Genau, ich habe mein Foto, das ist auch viel wert. Okay, ja, danke schön. Dann freue ich mich. Vielen Dank. Ein wunderbares Foto dürften wir eben machen mit Julia Roberts. War hier, ja. Mhm. Kennst du? Ja. Hollywood-Schauspielerin. Ja, klar. Läuft hier allein durch den Rheinpark. Ist dir gar nicht aufgefallen, oder? Hast du gar nicht gesehen, ne? Also, kaum in Trance schon verpasst man was. Das geht so schnell. Na gut. Ja, ich denke, du hast uns ganz viel gezeigt. Fand ich richtig toll. Und ich denke, wir sollten dich jetzt wieder aus der Hypnose ganz rausholen. Bist du einverstanden? Ja? Ja. Okay, dann es geht ganz schnell. Du brauchst, sei einfach so nett und lass mal die Hände nach unten fallen. Okay. Schließ nochmal genau und schlaf immer tiefer und tiefer, steh ganz sicher und gerade. Und ich zähle jetzt gleich von 1 bis 3. Bei 3 angelangt bist du wieder vollkommen hellwach, kannst dich an alles erinnern, was wir in der Hypnose gemacht haben. Bei 3 angelangt bist du vollkommen hellwach, fühlst dich frisch, erholt und münter, wie nach 8 Stunden ausgeruhtem Schlaf. 1. Kreislauf, Puls und Blutdruck gehen jetzt für dich auf optimale Werte. Kreislaufpuls und Blutdruck gehen auch für dich optimale Werte. 2. Dein ganzer Körper füllt sich mit Energie, mit frischer, positiver Kraft
Und dir geht es gleich richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut geht es dir bei der Zahl 3. Wenn ich die Zahl 3 gleich ausgesprochen habe, bist du vollkommen hellwach und munter. Jeglicher Einfluss ist von dir genommen. Jeglicher Einfluss ist von dir genommen. Und alle Suggestionen, die wir gegeben haben, sind vollkommen von dir genommen. Du bist wieder voll und ganz Herr deiner eigenen Kräfte. Mach dich bereit dazu. Gleich wachst du auf. 3, wach auf. Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Gut. Ja? Ja. Kannst du dich an alles erinnern, was wir gemacht haben? Ja. Gut. Weißt du, wer das ist? Wolfgang. Wie heißt du? Britta. Britta, nicht Julia Roberts? Nein. Vollkommen ausgeschlossen? Ausgeschlossen, das wissen. Das ist Dieter Bohlen? Nein. Nein? Nein. Die Kamera hier erzählt Witze? Nee. Nein? Nicht wirklich? Nein. Nicht wirklich? Ja, okay. Dein Bein klebt auch nicht fest am Boden? Alles in Ordnung? Alles prima. Okay, ein letzter Test. Schlaf. Perfekt. Freut uns. Herzlichen Dank, dass du bereit warst, hier mal beim Experiment mitzumachen. Ja, danke euch. Danke dir. Ja. Ja, und vielleicht sieht man sich irgendwo, irgendwann mal wieder. Schön. Okay, vielen Dank. Okay. Dankeschön. Ja, euch auch. Schönen Tag, Jörg. Tschüss. Carsten. Ja? Beeindruckend, schlecht, ne? Beeindruckend. Köln, sehr beeindruckend. Da braucht München wahrscheinlich noch was, ne? Ist mal ein bisschen schnell. Naja. Ich glaube, die Münchner könnten das auch. Mhm. Aber das werde ich am anderen Tag klären. Mhm. Jetzt sind wir weiterhin in Köln. Und du hast mir gesagt, am Dom soll es ja toll sein. Wir gehen einfach mal Richtung Dom. Da gibt es auch die Schildergasse, die Haupteinkaufsstraße in Köln. Mhm. Und ich denke mal, wir versuchen einfach vorm Dom und in der Schildergasse mal ein paar Leute anzusprechen. Vielleicht geht das ja genauso gut wie hier. Das ist doch eine tolle Idee. Das machen wir jetzt. Der Dom, Kölner Dom, gefällt mir sehr, das mal aus der Nähe zu betrachten. Ich kenne ihn bisher nur von Fotos. Mhm. Sehr beeindruckend auf den Fotos. Und jetzt bin ich mal gespannt. Bin gespannt, wie du ihn erlebst, wenn du davor stehst. Das ist für viele Menschen ein ganz gewaltiger Eindruck, wenn sie zum ersten Mal davor stehen. Ja, wie die Hypnose. Wie die Hypnose. Okay, gut, machen wir's. Passen, geh mal.